Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Defiance, der vorletzten Folge. Ja, das Ding ist außer Gefecht, wollte ich sagen. Oh Gott, ey, jetzt geht schon los und ich verhaspel mich sofort, ne? Das Event, Liebeskurs aus der Kolonie, ist, ja, beendet. Und, ja, ich würde mal meinen, dass ich da jetzt nicht, leer ausgegangen bin aus dem Event, aber ich hätte es mir gewünscht, es wäre noch ein bisschen länger gegangen. Also es hat schon Spaß gemacht. Aber von Zeit zu Zeit werden ja diese Events immer wieder stattfinden im Jahr. Es sind ja, sag ich mal, saisonbedingte Events. Und einen Moment. Ja, Chinatown Impfstoffgerät, genau. Wir kloppen einfach mal ein paar Zombies. Zombies kloppen ist immer lustig. So. Und neu ist auf jeden Fall die Waffe Parasit. Die hier. Die ist ganz cool. Die macht auch wesentlich mehr Schaden als meine alte Waffe. Es werden immer zwei Schüsse abgefeuert. Das Ding ist, dass die, dieser Rückschuss, der macht mich fertig. Ihr seht ja selber, wie krass das Ding verzieht. Und wir möchten auf jeden Fall mal die Schrillgranaten haben. So. Das Ding bratzt schon auf nahe Entfernung richtig gut rein. Man lädt auch nicht so schnell nach wie bei der anderen Waffe, wo ein komplettes Magazin nachgeladen wird. Hier werden ja die einzelnen Patronen nachgeladen. Aber haut auf jeden Fall gut rein. Also man kann die aus naher Entfernung recht gut zerfetzen. Ich muss übrigens noch ein paar Splittergranaten sammeln. Ich meine, wenn ich hier schon farme, dann kann ich auch gleich meine Granaten voll machen. Oh, wir haben sogar noch einen Kollegen hier. Was wollte ich denn jetzt nochmal? Ach ja, genau. Wir haben ja hier noch schnieke Belohnung abzuholen. So. Und können danach eigentlich auch wieder zum, ja, wieder zur Lootbox. Ja, Liebesgrüße aus der Kolonie. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil es einfach dann nochmal einen Reiz gibt, Waffen zu finden, die man nicht zu bekommen, die man regulär einfach nicht bekommt. Ja? Vor allem geht es dann auch um legendäre Waffen oder einzigartige Waffen, die halt auch noch einen speziellen Namen tragen. Parasit ist zum Beispiel, auch wenn sie nicht legendär ist, hat sie trotzdem einen eigenen Namen. Parasit. Und ja. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe die aufgeboostet bis zum geht nicht mehr. Und bin auch bisher ganz zufrieden mit der. Also das Einzige, was mich so ein bisschen anrotzt, ist einfach dieser Rückstoß. Ne? Jetzt merkt man das nicht, weil ich ja meine Ego-Fähigkeit anhab. Aber ansonsten rotzt die ganz gut rein. Ja, den Sprenger habe ich leider nicht mehr vollbekommen, weil mir ein Schaft fehlt. Da habe ich auch wirklich gesucht bis zum geht nicht mehr. Aber das Glück war mir leider nicht voll. Ich hatte nicht genug MF, ja. Für alle, die viel Diablo 2 gesuchtet haben. Oder generell Diablo. Magic Find. Glaube ich also. Magic Find, ne? Genau. Die erhöhte Chance, einen magischen Gegenstand zu finden. Also war mir leider nicht hold, aber okay, sei es drum. Und ansonsten, ja, ich habe natürlich hier und da ein bisschen Feedback in den Kommentaren bekommen. Einige finden es schade, dass ich da aufhöre, weil sie extra wegen mir angefangen haben. Das weiß ich natürlich auch wirklich zu schätzen. Ich habe gerade den Namen vergessen, wer das geschrieben hat. Tut mir leid an der Stelle. Ich kann mir gerade teilweise nicht so, ich kann mir nicht immer so gute Namen behalten. Noch schlimmer sind Geburtstage und Straßennamen. War das Phil? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Tut mir echt leid. Und ja. Es tut mir natürlich an der Stelle wirklich leid, wenn ich da gewisse Leute enttäusche, wenn ich sage irgendwie, hey, ich höre jetzt auf mit dem Projekt an sich. Aber wie ich auch schon im letzten Part sagte, ist es ja nur so, dass ich jetzt nicht komplett aufhöre. Mit dem Projekt an sich schon.
Oh, sind ja richtig viele hier. Heiliger Bimban. Aber mit Defiance an sich nicht. Und ja, ich wiederhole es gerne nochmal. Also wenn ihr gesagt, hey, hast du Lust ein bisschen mit mir zu zocken, ein bisschen hier was zu killen, ein bisschen was zu sammeln, kannst du mir vielleicht da und da helfen, dann sage ich, bin ich der Letzte, der da Nein sagt, denn wie gesagt, machen wir einfach einen Termin aus und dann zocken wir ein paar Stunden. Warum nicht? Macht mir ja auch Spaß, finde ich ganz cool. Und lerne einfach nebenbei noch so neue Leute kennen. Bin ja auch ein recht sozialer Mensch. Genau. Und ja, ich an sich würde ich natürlich auch Defiance weiter zocken, wenn Trion Worlds mehr Content bringen würde. Es ist einfach, ich kann mich da immer nur wiederholen. Ich glaube, ich habe das schon tausendfach erwähnt, dass es mir bei Defiance tierisch auf den Zeiger geht, dass dieses Spiel an sich so viel Potenzial besitzt, aber ja, das nicht ausgenutzt wird, und das ist richtig schlecht. Man könnte so viel noch aus diesem Spiel machen, aber ich weiß nicht, warum sie nicht aus diesem Spiel nichts machen. Man könnte noch so viel Cooles rein implementieren. Vielleicht arbeiten die auch nebenbei schon dran und es wird einfach ein Langzeitprojekt. Ich meine, ich habe mich jetzt auch nicht nach den News erkundigt, warum, weshalb, wieso. Ob nun wirklich vielleicht, wie gesagt, irgendwas in Mache ist. Wenn da jemand mehr weiß, kann er mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich meine, ich habe mir auch so ein paar Gedanken dazu gemacht, was man jetzt so alles neu reinmachen könnte. Das wären natürlich jetzt nicht nur neue Waffen. Man könnte eigentlich ein... das Item-System könnte man definitiv vergrößern. Das Item-System bezieht sich lediglich... oder die Item-Vielfalt bezieht sich lediglich auf die Waffen, auf die Schilde, auf die Rigs und... mehr auf die Granaten. Individualität kann man durch die vielen Ego-Eigenschaften ja herbeisteuern, sage ich mal. Das Problem ist, dass es sich dann leider trotzdem nicht individuell anfühlt. Das ist das Ding. Boah, Alter, ich bin zu doof. Ich hasse auch Jump'n'Runs, ne? Es ist kein Jump'n'Run, aber ich bin einfach zu doof zum Hüpfen. So. Ich bin aber auch nicht allein. Also soll heißen, sind mir alle zu verteilt hier. Was wollte ich sagen? Genau. Dass man meiner Meinung nach mehr Individualität, mehr mittels eines Ausbaus des Item-Systems herbeiführen könnte. Das heißt, dass man nicht nur neue Waffen, neue Cyber-Rigs, neue Schilde, neue Granaten finden kann, die dann hier und da vielleicht noch verschiedene Eigenschaften haben, sondern es wäre natürlich auch interessant, neue Rüstungsteile zu finden. Zum Beispiel, dass ich das Aussehen, das bezieht sich einfach jetzt auf verschiedene Skins, die man einfach freischalten, finden, verkaufen kann, wie auch immer. Es wäre aber natürlich auch durchaus interessant, wenn man wenn man Rüstungsteile finden könnte. Zum Beispiel, hey, das sind, ich meine, wie in anderen MMOs, in typischen MMOs wie WoW, Ion, was weiß ich, wo auch immer, ne? Dass man neue Schulterklappen, was weiß ich, oder Handgelenke, irgendwas für die Handgelenke oder einen komplett neuen Brustpanzer, und dass der dann wiederum vielleicht neue Eigenschaften besitzt, ne? Und dass sich das dann nicht nur in den Eigenschaften bemerkbar macht, sondern aber auch im Aussehen. Und das würde dann auch mehr Spaß machen,
nach diesen Items zu finden und sich dann immer wieder halt neu ins Geschehen zu stürzen. Ne? Das wäre vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht wäre es dann einfach auch zu MMO-lastig, aber an sich finde ich das grundsätzlich eine gute Idee, weil man dann einfach... Moment, ich muss mal kurz was schauen. Invasive Spezies. Weil man, ich wiederhole es gerne nochmal, weil man dadurch einfach mehr Individualität des, ja, des jeweiligen Charakters bzw. des Spielers herbeirufen könnte. Ist aber auch, wie gesagt, nur so eine Idee. Ist auch keine neue Idee, ist mir schon klar. Aber es wäre trotzdem ein, es ist trotzdem ein erfolgreiches System, was auch in vielen anderen Spielen bzw. MMOs funktioniert. Oder einfach die grundsätzlich die Vielfalt der Waffen halt nochmal vergrößert. Ja? Nicht nur neue Waffen, sondern einfach, ja, einfach grundsätzlich neue Waffen, die sich einfach vom Aussehen, von den Effekten einfach grundsätzlich unterscheiden. So dass einfach auch da nochmal was getan wird. Interessant wären natürlich auch Berufe. Ist auch nichts Neues, aber könnte man auch wunderbar rein implementieren. Ja? Rüstungsbauer, Waffenbauer, Ressourcen mit in dieses Spiel reinbringen. Musst du farmen, musst du gemeinsam vielleicht mit einem ganzen Squad farmen, um einfach dadurch irgendwas Besonderes zu bekommen. Einfach so, dass das komplette, sage ich mal, der komplette Clan irgendwie einfach nochmal gefördert wird. Ja? Gesagt wird, Mensch, hey, okay, lass uns mal jetzt da und dahin, da machen wir jetzt mal den und den Bossplatt, weil wir brauchen das und das für unseren Clan, das bringt uns alle was, ja. So einfach diesen gemeinschaftlichen Nutzen fördern. Das wäre auch noch so eine Idee. Warum sehe ich gerade keine Zeit mehr? Phase 9. Unglaublich. Weiter so. Ich sehe auch keine Phase hier. Phase 10, alter Vater. Das ist natürlich richtig cool. Sonst noch was? Ja, auf jeden Fall neue Gebiete. Abwechslungsreiche Quests mit Belohnungen, ja, die sich auch lohnen überwiegend, ne? Wo man sagt, okay, ich mache jetzt einfach mal dieses schwierige, vielleicht etwas langwierige, komplizierte Quest, aber ich weiß, dass dann einfach letztendlich eine geile Questbelohnung auf mich wartet. Ne? Und das ist einfach, das sind solche Ideen, die sind wie gesagt nicht neu, das ist, aber es sind alte, aber erfolgreiche Systeme. Es ist ein altes und erfolgreiches Konzept, was vielerlei genutzt wird, was sich großer Beliebtheit erfreut. Und dann würde ich das auf Try and Words einfach in die Google nehmen, wenn sie einfach auf diesen Zug mit aufspringen würden. Ne? Es ist dennoch, und das finde ich sehr faszinierend, irgendwie eine, so sehe ich es, eine feste, eine große Zahl an Stammspielern meiner Meinung nach da. Innerhalb der Clients. Und ich denke mal, ich bin da nicht der Einzige, der sagt, okay, ja, irgendwie kotzt mich das alles an, es ist immer dasselbe, aber trotzdem kehrt man immer wieder zurück, warum auch immer. Ne? Und das ist auch irgendwie so ein Phänomen. Das ist ein grundsätzliches MMO-Phänomen, meiner Meinung nach. Ja, ja und was kann man auch noch so einbringen? Ja, auf jeden Fall neue Welten, ne? neue Landschaften, abwechslungsreichere Innenareale, neue Bosse. Und die dann vielleicht auch wiederum mit einer interessanten Story verknüpft sind. Ich glaube, dass die Story, ja, ich habe schon mal erwähnt, grundsätzlich nicht schlecht ist in die Defiance, ich blicke da nur nicht durch. Das ist das Ding. Ich blicke da absolut nicht durch. Mann, ey, ich habe hier irgendwie so einen Komiker hinter mir. So. Ja, und das wäre schon mal ein großer Ansatz, ne? Das haben andere MMOs auch geschafft, die sich doch in gewisser Weise Defiance ähneln. Und ich spreche da wirklich direkt von Planet Z2, das ja nach etwas längerer Zeit auch ein
ein gutes Ressourcensystem rausgebracht hat. Das heißt nicht nur Ressourcen, die grundsätzlich wieder aufgeladen werden, damit man etwas nutzen kann, sondern Ressourcen im Sinne von Abbauen von Kristallen und dadurch seine eigenen Basen zu erstellen. Ja? Das ist was richtig Geiles. Also da haben sie wirklich was richtig Geiles überlegt. Ja? Und ja, ich werde es auch, denke ich mal, im nächsten Part nochmal sagen, auch so sehr ich Defiance als Projekt vermissen werde, so sehr werde ich es auch nicht vermissen. Also ich werde da mit einem Lachen und Weinen im Auge rausgehen und das ist natürlich wie auch bei vielen anderen großen Langzeitprojekten so, dass man dann immer sagt, okay, ja, man muss irgendwann mal einen Cut setzen, irgendwann reicht es ja auch und es bringt mir letztendlich auch nichts, wenn ich ein Spiel spiele, was mir letztendlich nicht viel Freude bereitet. Ne? Und ich möchte dann auch nicht so tun, als würde es mir Freude bereiten. Das ist ja auch nicht, das ist nicht Sinn der Sache. Ich spiele es, weil es mir Spaß macht und ich möchte auch, dass einfach diese Natürlichkeit dann auch für euch dann einfach auch so rüberkommt. Na, dass ihr merkt, er tut nicht nur so, sondern er hat wirklich Spaß an diesem Spiel, es macht ihm Freude. Ne? Das finde ich das Wichtige. Es gibt ja ganz viele Let's Player, ich glaube, die verstellen sich in gewisser Weise. Die spielen ein Spiel, was ihnen vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber weil es einfach total gehypt ist, weil es einfach jeder spielt, spielen die das. Und so ein Typ bin ich nicht. Ne? Ich spiele viele ältere Spiele, die schon mal vor Jahren vielleicht Let's Played wurden, die einfach überhaupt nicht, sag ich mal, in der YouTube-Meta sind, ja. aber ich spiele sie, weil es einfach gute Spiele sind, weil sie mir Spaß machen, weil sie mich interessieren und einfach auch in gewisser Weise teilweise so ein Nostalgiefaktor enthalten ist. Ne? So ist es zum Beispiel auch mit Serious Sam, so ist es jetzt mit Alice Madness Returns, Overlord, das sind alles so Spiele, die hat nicht jeder gespielt, die kennt nicht jeder, die sind nicht, die sind nicht so populär wie Battlefield oder Call of Duty, ne? Battlefield 1 und, ne? Ich meine, Battlefield 1, ich glaube, ich werde es, ja, vielleicht werde ich die, okay. Ist aber nichts für mich. Werde ich aber höchstens die, denke ich mal, vielleicht irgendwann die Story Let's Playen, ne? Aber das war's dann auch so im Großen und Ganzen, ne? So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Sonst noch irgendwas hier? Nee, okay, wir schauen auf jeden Fall nochmal eben Richtung Lootbox, würde ich sagen. Ja, genau. Und wie gesagt, ich denke, dass Planet 2 ein sehr, sehr guter Nachfolger zu Defiance sein wird. Ja, und dass es auch ein Spiel wird. Also wer Defiance mag, wird, denke ich mal, Planet 2 auch sehr mögen. Oder vielleicht sogar lieben oder besser finden. Man weiß es nicht. So. Oh, ein neues Schild. Das ist interessant. Schauen wir mal das mit dem anderen an. Also, es hat eine Aufladung von 40% und eine Ladeverzögerung von 2,55. Kann ich... Es ist an sich cool. Aber der Nahkampfschaden, das bringt mir überhaupt nichts. Wenn sich Nahkampfschaden auch auf Schrotflinten beziehen, dann ist es wiederum was anderes. Aber ich spalte es jetzt auf. Auch wenn es vielleicht eben nicht sein mag. Ja, genau. Und ja. Diese genannten Gründe sind dann auch, wie gesagt,
ja, die primären Gründe, warum Defiance als Projekt nicht auf oder für längere Zeit noch mehr Fuß fassen wird bei mir. Ja? Weil ihr habt es ja auch hier und da wahrscheinlich gemerkt, ich muss jetzt hier gerade noch ein bisschen labern, ich kann einfach nichts Neues zu diesem Spiel erzählen, weil es nichts Neues gibt. Das ist ja das Problem. Ne? Ich würde euch gern noch mehr mit Infos versorgen. Aber es gibt keine neuen Infos. Gut, ich bin jetzt auch nicht so der Forumsleser, aber was bringt es mir, wenn ich jetzt im Forum lese, hey, so in 6 Monaten, da bringen wir was ganz Neues raus, das wird richtig geil. Das bringt euch da in dem Moment letztendlich ja auch nichts, ne? Weil das ist dann in dem Moment ist es kein aktueller Content. Das sind keine neuen Infos. Und das bringt mir nichts, das bringt euch nichts. Mal kurz schauen, ob ich hier noch irgendwas. Ach Quatsch, das ist schon wieder das Falsche hier, oder? Warte mal, habe ich jetzt genügend Punkte vielleicht? Stupsnase ist auch ein geiler Name, ne? Okay. Nee, nichts dabei. Genau. So viel erstmal dazu. Ist heute ein etwas kürzerer Part geworden. Ist gerade nicht so viel los hier und ich wollte auch ehrlich gesagt dieses kleine Event nutzen, um euch noch ein bisschen meine Beweggründe zu erzählen, warum, weshalb, wieso und was man grundsätzlich einfach noch besser machen könnte, was aber leider nicht so ist. Ne? Letztendlich habe ich natürlich auch keinen Einfluss drauf. Ich könnte mich natürlich als Trines World Creator bewerben. Da ich aber ungefähr so viel Ahnung von Levelgestaltung habe wie der Papst vom Vögeln, brauche ich mich da gar nicht erst zu bewerben. Abgesehen davon bin ich, wie gesagt, selber mit 2 Berufen, einer auf Selbstständigkeit, der andere ein fester Job. Wobei der auf Selbstständigkeit eigentlich mehr so auch Spaß an der Freude ist und mir trotzdem noch ein bisschen zusätzlich Kohle einbringt, bin ich da auch sehr gut ausgelastet, will ich meinen. Ne? Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen, ihr seid mir auch deswegen nicht böse und ja, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle in Part 99, dem vorletzten Part. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im Part 100 wieder. Da machen wir auch eine etwas längere Folge und werden einfach nochmal ein bisschen Revue passieren lassen von diesem Spiel, was wir teilweise so erlebt haben, was so interessant war, was total gefailt war und ja, genau. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback da lasst. Gerne auch einen Daumen nach oben oder am besten beides. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und zum letzten Mal in Defiance wieder. Ne? Bis denn, haut rein, ciao.